In jener Zeit verließ Jesus das Gebiet von Tyrus und kam über Sidon an den See von Galiläa, mitten in das Gebiet der Dekapolis. Da brachte man einen Taubstummen zu Jesus und bat ihn, er möge ihn berühren. Er nahm ihn beiseite, von der Menge weg, legte ihm die Finger in die Ohren und berührte dann die Zunge des Mannes mit Speichel. Danach blickte er zum Himmel auf, seufzte und sagte zu dem Taubstummen, Ephata, das heißt, öffne dich. Sogleich öffneten sich seine Ohren und seine Zunge wurde von ihrer Fessel befreit und er konnte richtig reden. Jesus verbot ihnen, jemand davon zu erzählen, doch je mehr er es ihnen verbot, desto mehr machten sie es bekannt. Außer sich vor Staunen sagten sie, er hat alles gut gemacht. Er macht, dass die Tauben hören und die Stummen sprechen. Soweit die Worte aus dem Markus-Evangelium. Mitten in diesem Geschehen steht ein kleines Wort. Jesus seufzte. Stenazein, ein kleines griechisches Wort. Aber dieses kleine Wort, denke ich, schlüsselt hier alles auf und schlüsselt Entscheidendes für uns, für unser Leben auf. Es sind oft die kleinen Schlüssel, die der Herr uns gibt, die wir dann gar nicht beachten, weil wir auf irgendwelche großen Veränderungen warten, die sozusagen kommen sollten. Das, was geschehen muss, spüren wir alle. Und dann immer dieses Warten. Dabei gibt es diese kleinen Schlüssel. Das Wort, was hier mit Seufzen übersetzt wird, dieses Stenazein, heißt auch Wehklagen. Das ist ein richtig heftiges Seufzen, Klagen, ein richtiges Leiden, ein Trauern. Das heißt, Jesus leidet an der Wirklichkeit, wie er sie wahrnimmt. Und das ist nicht eine Unzufriedenheit, die aus ihm kommt, weil er meint, ihm fehlt was, kommt zu kurz oder sowas, so eine Unzufriedenheit eben, sondern es ist ein ehrliches Wahrnehmen der Situation, die Lage des Menschen, nicht nur konkret des Taubstummen, der dazu ihm kommt, sondern die Lage des Menschen überhaupt, die Lage der Welt. Und Jesus leidet daran damals, und mir ist wichtig zu sagen, auch heute, weil er die Welt liebt. Es ist eine Trauer, die aus der Tiefe kommt. Ich kann das nachempfinden. Ich empfinde diese Trauer auch. Und das ist eine Trauer, die wir nicht verdrängen brauchen. Das ist eine ehrliche Trauer. Wir leiden, weil wir diese Welt lieben und merken, wie die Zustände sind. Wir leiden, weil wir die Menschen lieben und merken, wie die Zustände sind. Das braucht man nicht beiseite schieben. Das ist wirklich ehrlich. Das ist dieses eine Wort hier, was alles aufschlüsselt. Aber dann geht es bei Jesus natürlich weiter. Er spürt in sich diesen Willen Gottes. Das ist sein tägliches Brot. Da fühlt er sich angetrieben oder gedrängt, angeregt, nämlich Gottes Wille, dass sich doch etwas ändert. Und zwar nicht im Sinne eines Wiederherstellens, eines Idealzustandes. Wir meinen das oft, Christentum steht für irgendwas von früher, was wieder sein müsste. Niemals. Sondern es geht um ein ehrliches Weiterkommen. Und zwar eine Hoffnung. Es guckt in die Zukunft. Eine Hoffnung für alle. Nicht nur für mich konkret, für uns hier konkret, sondern eine Hoffnung, die weitergeht für die ganze Welt. Wir merken heute, dass es nur diese Perspektive geben kann. Und nicht hier erstmal gucken, was ist bei uns und dann die anderen. Nein. Von der Haltung her, der Hoffnung, dem Empfinden, der Trauer, ist es wirklich etwas, was für alle gilt. Die Frage ist für jeden von uns, will ich das? Will ich für mich einen solchen Aufbruch, eine solche Veränderung? Jesus steht also dafür, dass letztlich Gott an dieser Wirklichkeit leidet. Und vor allem leidet er an unserem Unwillen, dass sich etwas ändert und an diesen vielen Blockaden in uns. Und da ruft er uns zur Öffnung. Ganz wichtig ist, es geht hier nicht um einen Vorwurf. Jesus macht keine Vorwürfe und ich glaube auch Gott macht uns nicht irgendwie Vorwürfe, ist enttäuscht, ist böse, aber er ist traurig. Es ist eine Trauer aus Liebe. Wir kennen das doch, ne? Eine ganz tief empfundene Trauer. Das Wichtige ist, diese Trauer auch in uns zuzulassen
Und zu sehen, dass sie eben nicht zu einer Aggression wird, sondern zu einer Liebe, die berühren will. Und das ist das, was Jesus in der Tiefe prägt. Eine Liebe, eine Traurigkeit, die aber berühren will. Und da kommt dann nochmal so ein Wort. Dieses eine Wort, was für alles steht, was Jesus diesem Taubstummen sagt. Öffne dich, Ephata. Eine Offenheit. Wovor haben wir Angst, wenn wir das hören? Das kennen wir doch. Auch die Leute damals hatten durchaus eine Angst, Jesus zu begegnen und von ihm berührt zu werden. Das war nicht alles so, dass sie sagt, ja super, jetzt werde ich geheilt und alles wird gut. Es gab da eine Angst und die kennen wir auch. Wir haben auch eine Angst vor einer wirklichen Öffnung. Das kennen wir, denn muss ich alles von außen an mich ranlassen? Muss ich alles verstehen? Muss ich für alles Akzeptanz haben oder was heißt das? Nein, man kann sowas nicht erzwingen. Das ist eine äußerliche Offenheit. Natürlich ist die gut, wenn sie sich entwickelt, okay, aber das heißt nicht, dass ich alles verstehen muss, sondern es braucht eine ganz andere Offenheit, die in mir beginnt. Und das ist diese Berührung durch Jesus, durch die göttliche Liebe. Und das ist etwas sehr Konkretes. Mir geht es jetzt nicht um irgendeine abstrakte Idee. Das ist etwas sehr Konkretes. Deswegen nimmt Jesus ja den Taubstummen beiseite. Die gehen in die Intimität. Das ist ganz wichtig. Das ist bei fast allen Heilungen Jesu ist nicht öffentlich, ist keine Sensation, das geht in die Intimität. Also mit ihm in die Intimität gehen und ihn anrufen, seinen Namen nennen. Das ist die einfachste Form des Gebetes, meine eigene Grenze anzuerkennen und dann auch anzunehmen. Ich muss das immer wieder selber auch, weil ich merke, hier kommt so vieles an Erwartungen, ich kann die nicht erfüllen und ich muss das annehmen. Ich kann mich dagegen nicht auflehnen und sagen, ja, ich krieg's doch irgendwie alles hin. Nein, diese Grenze annehmen und in dieser Intimität ihn anrufen. Einfach, Herr, hilf, einfach Jesus Christus. Diese ganz einfachen Formen des Gebetes. Das ist eine uralte christliche Erfahrung, dass dann aber etwas passiert. Das ist ein offenes Gebet. Nicht irgendwie, Herr, mach das, hilf mir dies, das, sondern einfach nur ihn anrufen. Und das geht in das Geheimnis Gottes. Und da werde ich innerlich berührt. Das ist eine Berührung, ne? Nicht etwas, was ich mir mache, was ich mir im Kopf mache, sondern wo ich mich dann von ihm berühren lasse. Die schwierige Frage ist, wo haben wir Raum dafür? Das ist unser Problem. Ne? Es gibt so viel Kleinkram immer wieder, der uns auffällt. Wir gucken so sehr, auch als Christinnen und Christen, auf äußerliche Effizienz und merken, die kommt nicht von selbst, die kann man nicht erzwingen. Nein, schon dieses kleine Seufzen, Jesus es tut. Das öffnet und setzt etwas in Gang. Da, wo ich mich ihm einfach hinhalte und die Not, die ich wahrnehme, mit all meiner Trauer und all meinem Berührtsein, da kommt etwas in Bewegung. Wenn wir im Gottesdienst Brot und Wein bringen, drückt es das aus. Wir bringen das, unsere Wirklichkeit, und lassen sie von ihm berühren. Und dann passiert etwas. Nicht etwas, was wir steuern, aber ich denke, was wir wahrnehmen können.